Da gibt es diese Geschichten, oder ich weiß nicht, ob das wahr oder nicht ist, aber zum Beispiel in Serbien macht man gern eigenes Schnaps zu Hause. Oder man produziert diese Fleischprodukte selbst zu Hause und solche Sachen, die natürlich in der EU nicht so leicht zu erlauben sind, oder? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, also wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen aus interessanten Ländern. Und meistens sind es Länder, die steuerlich sehr attraktiv sind, aber manchmal auch Länder, die zusätzlich oder überhaupt aus anderen Gründen ein interessanter Wohnsitz sind. Und heute sprechen wir über ein Land. Man sagt, aus dem Land oder zumindest dieser Nationalität entspringt zum Beispiel Nikola Tesla. Man sagt, es ist ein Land, aus dem der teuerste Käse der Welt kommt, 1000 Euro pro Kilo. Poulet oder wie man es richtig ausspricht, ich habe es noch nie getestet. Und man sagt, ein Land, das 600 Jahren vor den Schweizern schon eigene Uhren gebaut hat. Auch das ist vielleicht interessant. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Negativkommentare von Schweizern, die das hier hören. 20% der Kaiser wurden geboren in dem Land. Und auch wenn man das Wort nicht lieben muss, aber das Wort Vampir, das ja weltweit benutzt wird, hat seine Wurzeln in der Sprache. Und wir reden über Serbien. So, steuerlich, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ist Serbien jetzt vielleicht nur auf den zweiten Blick ein Land zum Verlieben, aber eben aus anderen Gründen, über die wir heute sprechen wollen, beliebt, interessant und für manche eine echte Alternative. Unser heutiger Gast ist Spezialist von diesem Land, er lebt in dem Land. Glücklicherweise spricht er Deutsch. Und lieber Herr George Jeftic, wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Und stellen Sie sich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Danke. Mein Name ist György Jeftic. Ich bin seit mehr als 25 Jahren Rechtsanwalt, der meistens ausländische Mandanten in Serbien im Bereich Zivilrecht betreut. Ein Teil meiner Ausbildung habe ich in Deutschland an der Universität Heidelberg abgeschlossen. Ebenso habe ich dort meine ersten professionellen Erfahrungen gesammelt und meine ersten Fachkenntnisse erworben. Unsere Kanzlei unterstützt Firmen und Personen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, bei denen Angelegenheiten hierzulande. Unser Standort befindet sich in Novi Sad, zweitgrößter Stadt in Serbien. Nur eine halbe Stunde Fahrt von Hauptstadt Belgrad entfernt. Unsere Tätigkeit verbreitet sich auf das ganze Land und wir beraten unsere Mandanten bei allen rechtlichen Themen, die mit Leben oder Geschäften in Serbien verbunden sind. Egal, ob es sich um eine große Firma, ein kleines Unternehmen oder um eine Person handelt, befassen wir uns mit jedem Mandat mit gleicher Aufmerksamkeit und wir sind für die Rechtsunterstützung bei Wohnungsverlegung, Firmengründung, Immobilienkauf, Steuerfragen, Erb- und Familienrecht sowie andere Rechtsfragen aus serbischem Recht, die für Ausländer besonders relevant sind, spezialisiert worden. Ja, danke. jetzt ist ja so, das war jetzt ein super vorbereiteter Text, aber eigentlich, Sie sprechen ja auch sehr, sehr gut Deutsch. Die Zuschauer und Zuhörer werden sich natürlich interessieren. Also Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben in Heidelberg einen Teil Ihres Studiums absolviert, oder? Ja. Jetzt ist ja so, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Wie viele Jahre ist das her? Wann sind Sie aus Deutschland zurückgekommen? Oh, 95 war das. 95. Jetzt Ja. fragt man sich vielleicht, das war ja eigentlich schon eine Auswanderung, ne? Wenn Sie, kann man fast sagen, ne? Sie sind aus von Serbien nach Deutschland, sprechen gut Ja. Deutsch. Warum sind Sie nicht in Deutschland geblieben, sondern warum wieder zurück nach Serbien? Das ist eine gute Frage. Ja, die werde mir oft gestellt. Es ist einfach so, in Deutschland habe ich mich gut gefühlt. Ich habe viel in Deutschland gelernt. Aber um meinen Beruf richtig auszuüben als Jurist, wo ich
tatsächlich mein Grundstudium in Serbien abgeschlossen habe, war das für mich ganz wichtig, hierzulande in Serbien als Jurist oder Rechtsanwalt zu arbeiten, mit diesem Zusatz, dass ich mal meine Kenntnisse aus Deutschland hier anwenden kann. Ich nehme an, in Deutschland könnte ich das, was ich hier tue, nicht so einfach üben. Einfach deshalb, weil um Rechtsanwalt in Deutschland zu sein, da braucht man zwei Staatsexamen und so weiter und so weiter. Und ich habe mir doch Serbien als Land fürs Leben gewählt. Könnte jetzt eigentlich ein Rechtsanwalt aus Deutschland, das nehmen wir mal an, ich wäre Rechtsanwalt in Deutschland, würde nach Serbien auswandern, habe ich da dann Berufsverbot sozusagen oder meine, wie einfach wäre das für einen deutschen Rechtsanwalt jetzt in Serbien zum Beispiel zu arbeiten, tätig zu sein? Ist das möglich? Nicht ganz. Da ist immer eine Diskussion, ob man überhaupt die ausländische Rechtsanwaltskanzlei in unser System erlauben dürfte. Und das ist noch nie geklärt. Per Gesetz kann man Rechtsanwalt sein, nur wenn man Staatsbürger von Serbien ist. Aber das kann anders gemacht werden, dass man eine zum Beispiel deutsche Rechtsanwaltskanzlei, sie kann hier eine Niederlassung haben, wobei wieder die serbische Kollegin dort arbeiten will. Ah, jetzt muss ich den Sebastian mal was fragen. Sebastian, Serbien, wie ist denn das, was jetzt Mandanten betrifft, die du berätst? Also wie häufig kommt das vor, dass Mandanten konkret auch sagen, das wäre eine schöne Region dort? Ich meine, wir wissen ja alle, dass es im Prinzip ursprünglich mal eigentlich sechs Länder in einem Land vereint gewesen sind. Jetzt reden wir über Serbien, wir haben über das Nachbarland Montenegro ja schon gesprochen. Also wie häufig kommt es bei dir vor, dass es Mandanten in diese Region zieht und was reizt denn die Mandanten an der Region aus deiner Sicht? Also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich immer wieder Mandanten, die sich für Serbien interessieren, die sich auch für Osteuropa interessieren. Die Gründe, die hier dafür sprechen, ist, dass man, glaube ich, gesehen hat, und damit rede ich jetzt besonders auch so von der Zeit, sage ich mal, der Pandemie, dass natürlich in etlichen osteuropäischen Ländern vielleicht das Leben weitergegangen ist oder zu einem größeren Maße weitergegangen ist wie bisher, als es vielleicht in den westeuropäischen Ländern der Fall war. Man hat außerdem so das Gefühl, denke ich, von Serbien und vielleicht auch von anderen osteuropäischen Ländern, aber eben auch von allen Dingen von Serbien, dass man in Serbien so ein bisschen gegen den Strom schwimmt, will ich jetzt mal sagen, ja. Also wir haben ja doch in Europa, in Westeuropa so sehr, sehr woke Trends, wie man so heute sagt. Da wird immer schön gegendert, ja, heutzutage. Jeder muss Veganer sein und man hat das Gefühl, ich sag's mal so, die Serben mögen ihr Fleisch und lassen sich das Fleisch nicht nehmen. Ja. Also das ist so ein bisschen so, glaube ich, das Image, was es so gibt von Serbien. Also eine gewisse Eigenständigkeit, ja, und nicht mit dem Strom schwimmen. Das gefällt natürlich vielen Mandanten ganz klar. Deswegen ist das Interesse auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, Herr Jeftic, ob Sie das teilen, diese Meinung, oder ob das jetzt hier komplett einfach nur eine Einbildung ist, ja, wenn man so im Westen dann auf ein Land schaut. Sie haben recht, das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Da kommen ab und zu die Mandanten, die wirklich das, was Sie erwähnt haben, am liebsten mögen. Das ist diese sozusagen Freiheit. Die Gesetze im Sinne vom täglichen Leben sind nicht so streng. Ein Beispiel: Man kann hier freilich rauchen. Wenn Ja, ein jemand gutes Beispiel. Raucher ist, ist ein Beispiel. Aber auf jeden Fall, ich würde etwas anderes sagen. Serbien ist in Europa, in Südosteuropa, aber noch nicht oder nicht in EU. Trotzdem begrenzt sich das Land mit vielen EU-Ländern. Und für manchen ist es vielleicht interessant, ganz in der Nähe von EU zu sein, aber ohne strengen EU-Vorschriften momentan zu arbeiten oder zu leben. Absolut, ja, das Ich glaube glaube auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass so dieser Status, viele haben ja heute, sage ich mal, machen sich Sorgen um die EU, die Stabilität der EU, die Stabilität des Euro und fragen sich, wie das Ganze weitergeht. Und es kommt ja auch immer wieder, sage ich mal, zu Gesetzesvorhaben in der EU. Man hat es jetzt erst wieder hier im Januar 2024 ja gehört, wo hier weitreichende, sage ich jetzt mal, Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich Vermögen, Vermögensregister,
Bargeldgrenze und so weiter hier entschieden wurden seitens der EU. Also man fühlt sich so ein bisschen, sag ich mal, unwohl in der Haut und weiß nicht, was genau passiert und sucht natürlich hier nach Alternativen möglicherweise für einen Wohnsitz in der Zukunft. Und da denke ich, sind eben so Länder wie Serbien interessant. Eben genau, weil sie nicht in der EU sind, aber nahe an der EU dran sind. Also auch mit dem Auto zum Beispiel gut zu erreichen. Ja? Und das ist was, was sicherlich für viele interessant ist. Ja. Ja, nicht nur das, sondern da musste ich noch etwas erwähnen. Serbien hat manche Vereinbarungen mit manchen Ländern aus der Welt, vor allem gute Beziehungen mit China zum Beispiel oder mit EU sowieso, so dass man wirklich niedrige Zolltarifen genießen kann beim Import oder Export. Interessant. Genau, und man muss ja, glaube ich, sagen, also Belgrad jetzt ja vor allen Dingen ist eine Stadt, die bietet all letztlich die Möglichkeiten, die auch andere Großstädte jetzt in Europa bieten. Ja, da bekomme ich alles, was ich auch in anderen Großstädten bekomme. Also das volle Programm, da ist im Grunde genommen nicht hier mit einer Einschränkung der Lebensqualität oder der verfügbaren, sage ich jetzt mal, Dienstleistungen hier zu rechnen, gerade in Städten wie Belgrad. Aber es sind eben doch halt die Lebenshaltungskosten deutlich günstiger als in anderen vergleichbaren Ländern. Ja. Genau. Jetzt ist ja so, Herr Jeftitsch, Sie haben ja jetzt in einer der schönsten Städte Deutschlands, aus meiner Sicht zumindest, gewohnt eine Weile in Heidelberg. Also ich sehe das zumindest so, ich weiß nicht, wie Sie es gesehen haben, Sie waren ja vielleicht auch in einigen Städten. Jetzt sind Sie da von Heidelberg zurück nach Serbien gekommen. Was vermisst man denn dann, wenn man so aus Deutschland nach Serbien kommt? Und sagt, also das gibt's hier nicht. Oder sagt man, also Heidelberg ist einer der schönsten Städte Deutschlands, aber wenn Sie in Serbien sind, dann, also wie würden Sie das kommentieren? Ja, die Frage, was ich aus Deutschland vermisse, natürlich ist die Heidelberg einer von den schönsten Städten, vielleicht nicht nur in Deutschland. Und das ist typisch, das, was ich jetzt sagen werde, eine gewisse Pünktlichkeit, Sauberkeit, die klare Regeln und diese Kleinigkeiten, die vielleicht ab und zu bei uns manchmal fehlen können. Also das ist das, was ich am Deutschen meistens vermisse. Aber ich pflege meine Kontakte mit Deutschland fast täglich. Ich habe Mandanten aus Deutschland und benutze die Sprache fast jeden Tag, so dass ich Sehr gut. mehr oder weniger das Kontakt pflege und auch oft nach Deutschland reise. Wie lange fahren Sie nach, fahren Sie da, fliegen Sie da mit dem Flugzeug oder fahren Sie im Auto oder mit dem Zug? Tatsächlich immer mit Flugzeug. Ah ja, okay. Gut. Immer mit Flugzeug. Ist ja Also, gut zu erreichen, oder? Wahrscheinlich Belgrad. Da gibt es viele, viele Flüge von ja, es gibt Deutschen oder anderen auch Ländern. ja, viele, viele Städte in Deutschland sind gedeckt, auch mit Low-Cost-Fliegern. Also das geht schon. Also mit dem Auto, wie gesagt, mein Teil meiner Familie wohnt ja in Montenegro und die fahren dann mit dem Auto schon einige Male nach Deutschland, weil der Sebastian gerade fragte, ne? Also das ist schon eine abenteuerliche Autoreise. Also ich sag mal, es ist halt leider keine Autobahnverbindung, sondern also ich bin einmal von Albanien nur nach Montenegro gefahren. Ich sag mal, die Straßenverhältnisse werden sich da nicht viel nehmen, jetzt was Serbien vielleicht betrifft, die Anbindung. Aber dieses kurze Stück von Tivat nach Montenegro, also ich möchte so eine Strecke nicht bis fast nach Deutschland dann fahren. Aber es ist eine reizvolle Strecke, wenn man genug Zeit hat, ne, und jetzt nicht unbedingt da auf Tempo drückt, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, es ist gerade im Bau eine Autobahn zwischen Montenegro und Serbien und man sollte in der Perspektive in einigen Jahren oder weniger Zeit, sollte man direkt von der Küste, montenegrische Küste, direkt nach Belgrad und dann nördlich Budapest, Wien Ja. und weiter nach Deutschland fahren mit einer Autobahn. Ja. Das wäre natürlich dann durchaus nochmal ein Argument mehr. Genau. Aber die Autobahn, so wie ich gesehen habe, ist ja ein chinesischer Investor, der das, ich glaube, Ja. 800.000, also eine knappe Milliarde, ne? 800 Millionen, glaube ich, Kredit gegeben hat. Und so wie ich verstanden habe, ist das Projekt ist erstmal ins Stocken gekommen, weil es wohl Probleme da mit dem chinesischen Investor gibt. Das ist zumindest das, was ich gelesen Die habe.
Die Geschichte habe ich auch gehört, ja. Aber wir bauen unser Teil der Autobahn nach Süden und die Montenegrinien, die bauen Ja, zur Grenze mit klasse. Serbien. Sind wir Ja. gespannt. Schön. Hat jetzt jemand vor, nach Serbien auszuwandern? Und dann gibt es ja mehrere Fragen, die wir jetzt auch zusammen besprechen wollen. Es gibt natürlich die Frage, was erwartet mich dort für Steuern? Darüber müssen wir noch sprechen. Es gibt die Frage, wie, es ist ja jetzt keine EU, also wenn es jetzt EU wäre, wäre es relativ einfach für einen EU-Bürger dort auch dann natürlich durch das Freizügigkeitsgesetz dann auch den Aufenthalt zu bekommen. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, welche Wege gibt es denn, um an meine Residenz zu kommen? Und natürlich auch die Arbeitserlaubnis. Ne? Das sind so die drei wichtigen Themen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem ersten Thema. Welche Hürden erwarten mich denn, wenn ich da dauerhaft nicht nur als Tourist wohnen möchte? Also wie funktioniert das, dass ich meinen Residenzpermit bekomme? Ja, Sie wissen, Sie können bis zu 90 Tage per Jahr oder per 880 Tagen ohne Visum in Serbien bleiben, egal aus welchen Gründen. Privat oder geschäftlich können Sie sich 90 Tage lang in Serbien aufhalten. Aber wenn Sie mehr als 90 Tage bleiben wollen, dann brauchen Sie eine Aufenthaltserlaubnis. Und das wird auch in verschiedenen Varianten oder Gründen gegeben. Zum Beispiel, Sie können hier natürlich arbeiten und da bekommen Sie ein Arbeitserlaubnis zur Beschäftigung. Man kann jetzt, was Neues bei uns ist, dass wir eine, das ist jetzt, das ganze Prozess ist wirklich vereinfacht worden ab Februar dieses Jahres, so dass ein Ausländer, der Antrag auf Genehmigung des vorübergehenden Aufenthalts und der Arbeit elektronisch stellen werden kann. Und das ist ein Einheitserlaubnis in der Zwischenzeit geworden. Also man muss nicht zwei Stellen besuchen, Arbeitsamt und Polizei, sondern man macht das alles elektronisch auf einem Website, der heißt Welcome to Serbia. Gut, aber auf jeden Fall, man braucht einen Grund hier zu bleiben. Das ist ziemlich einfach. Jetzt komme ich zurück zur Beschäftigung. Interessante Tatsache ist, dass Serbien nur im letzten Jahr über 70% mehr Arbeitserlaubnisse erteilt hat im Vergleich zu dem Jahr vorher. Das ist, jetzt sind wir so um, was für Serbien ziemlich hohe Zahlen sind, so über 50.000 Arbeitserlaubnisse per Jahr. Natürlich kann man auch selbstständig hier werden. Und darüber können wir später noch ins Detail reden. Also, wenn man investiert, wenn man eine Firma, ein eigenes Unternehmen gründen will, dann bekommt er natürlich problemlos ein Aufenthaltserlaubnis. Man kann hier zur Ausbildung kommen. Man kann auch eine Immobilie erwerben und damit automatisch auch ein Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und dann kommen die anderen Gründe wie Familienzusammenführung, gesundheitliche Behandlungen und so weiter und so weiter. Wie man das macht, habe ich gesagt, das ist alles ziemlich gut geregelt. Wir haben in der Zwischenzeit eine Art E-Verwaltung. Das heißt elektronische Verwaltung. Man kann vieles hier in Serbien über Internet machen, ohne zur Stelle gehen zu müssen. Interessant. Wie ist denn das, Herr Jeftić, in Serbien oder ich sage jetzt mal zumindest in den größeren Städten, wie zum Beispiel Belgrad, wie ist denn das dort mit Verständigung? Also kann man sagen, man kommt mit Englisch so einigermaßen zu Rande? Gibt es auch Leute, die Deutsch sprechen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich würde sagen, mit Englisch ist man wirklich gut vorbereitet. Fast alle jüngeren Leute reden Englisch. Englisch ist immer die erste Fremdsprache in der Schule, schon von dem ersten Grad weiter. Also Englisch ist wirklich verbreitet. Für Deutsch ist nicht dieselbe Situation. Deutsch reden manche. Natürlich, in der letzten Zeit ist Deutsch als Sprache unglaublich populär geworden.
weil viele deutsche Firmen in der Zwischenzeit hier sind. Und man hat eine große Population, die in Deutschland lebt, die Leute aus Serbien. So die Beziehungen zwischen zwei Ländern sind in der Zwischenzeit so entwickelt worden, dass man immer öfter Deutsch als Sprache in der Schule wählt. Aber mit Englisch sind sie ganz, ganz gut vorbereitet. Okay, jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal diese Aufenthaltserlaubnisse nochmal ganz kurz aufbrechen im Detail. Also das Erste, was Sie gesagt haben, ist vielleicht jetzt für die meisten unserer Zuschauer uninteressant, weil eine Arbeitserlaubnis über ein Jobangebot ist für die wenigsten, die auswandern, interessant. Das heißt, dass Sie jetzt einen Arbeitgeber in Serbien haben, der Sie einstellt. So, das heißt, bleibt dann eigentlich noch das Investment bzw. Immobilienkauf? Und Firmengründung, ne? So. Man kann auch als Geschäftsführer oder irgendein Mitglied einer Verwaltungsrat oder so in Serbien sein und damit auch eine Okay. Aufenthaltserlaubnis bekommen. So, wenn jetzt jemand als Freiberufler, Selbstständiger zum Beispiel sagt, ich gründe eine Firma in Serbien, das wäre dann im Prinzip, wenn ich nicht von einer anderen Firma eingestellt werde, ist es wahrscheinlich die häufigste Form dann, wenn jemand sagt, ich möchte eine dauerhafte Aufenthalt beantragen in Serbien, dass er eine Firma gründet oder wie funktioniert das dann? Da gibt es verschiedene Fälle. Normalerweise gründen die meistens Leute eine Firma oder werden selbstständig hier. Das ist um eine GmbH. Also die Formen von der Gesellschaften sind mehr oder weniger gleich wie in Deutschland. Alle Formen sind hier auch vertreten. Aber um Firma zu gründen, braucht man nicht viel zu tun. Es ist alles automatisiert. Es geht alles wieder über das Internet. Es dauert nicht länger als 5 Arbeitstage. Stammkapital einer GmbH ist mindestens 1 Euro. Und das ist diese Schnelligkeit, diese Einfachheit, um die Firma zu gründen, ist meistens ein Weg, um Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Klingt interessant. So, jetzt habe ich die Firma gegründet, die GmbH. Und jetzt muss ich als nächstes dann meinen Aufenthalt beantragen. Muss ich dann noch andere Dinge nachweisen, außer dass ich zum Beispiel Firmengründer oder Geschäftsführer der Firma bin? Also zum Beispiel muss ich nachweisen, wie das auch in anderen Ländern ist, zum Beispiel in Montenegro, habe ich das mir schon mal erzählen lassen, dass man dann zum Beispiel sich ein Mindestgehalt bezahlen muss und dann muss man so und so viel Sozialversicherungsbeiträge einzahlen, also dass das so ein Paket ist. Wie ist denn das bei Ihnen in Serbien? Ähnlich. Neben der Sozialversicherung braucht man natürlich auch eine Krankenversicherung, aber man kann auch zum Beispiel in Deutschland versichert sein, das geht auch. Genug Mittel zum Leben, aber es gibt keine Mindestgrenze, sondern das ist eine freie Einschätzung der Behörde. Ämter. Ja, aber wenn man eine eigene Firma hat, dann muss man als Gründer, als Gesellschafter eine Mindestsozialversicherung zahlen. Das sind nicht so bedeutsame Zahlen. Es geht, sagen wir, Mindestlohn plus diese Sozialabgaben. Also es geht vielleicht um 1 oder 200 Euro pro Monat. Aber dann ist man auch sozial versichert. Und das ist die einzige Möglichkeit, mindestens einen Mann in der Firma zu versichern. Ist die Familie dann, also sprich ich jetzt als den Mann, der Vater gründet jetzt die Firma, bezahlt diese Sozialversicherungsbeiträge, bekommt dann automatisch auch zum Beispiel Frau und Kinder den Aufenthalt oder muss für diese dann noch eine andere Bedingung erfüllt sein? Ja, dann kommt dieser Familienzusammenführung praktisch als nächster Schritt. Man muss einen Grund haben, um für sich ein Aufenthaltserlaubnis zu erwirken. Und dann kann man natürlich seine Familie mit sich bringen. Und es geht ziemlich alles schnell und einfach. Dieses Klima hat sich
wirklich in den letzten Jahren verbessert. Okay, danke. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Jeftic, dann ist es auch möglich, letztlich dann hier als Freiberufler oder Selbstständiger in Serbien tätig zu sein. Denn es gibt ja, habe ich gelesen, insbesondere für Freiberufler im IT-Bereich doch eine relativ interessante steuerliche Regelung, diese Lump-Sum-Besteuerung, wo man Genau, ja. ja letztlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man jetzt weniger als 50.000 Euro im Jahr verdient, ungefähr letztlich unglaubliche 250 Euro pro Monat letztlich bezahlen muss, Steuern und Sozialabgaben. Ja. Sie haben recht, ja. Was ja sehr günstig ist. Also ich meine, und man muss keine Buchhaltung machen letztlich, ja, man muss einfach Überhaupt nur nicht, ja. diese Steuer bezahlen und die Sozialabgaben. Und das ist ja für viele, also für viele, die jetzt als Freiberufler arbeiten, die jetzt letztlich kein Unternehmen gründen wollen in dem Sinne, also keine GmbH oder sowas, ja. Genau. Doch sehr attraktives Modell, muss man sagen. Genau. Das ist wirklich bequem sozusagen. Man braucht keine Buchhaltung, keine Rechnungen zu sammeln oder solche Sachen. Und die Ausgaben sind wirklich niedrig. Die können nur davon abhängig sein, wo man seinen Sitz hat, ob es jetzt in einer Großstadt oder in einem und in einer kleineren ist und wie viele Jahre Erfahrung man hat. Am Anfang sind diese Forderungen natürlich stärker und dann ist es billiger am Anfang so Geschäft selbstständig zu machen. Ja. Und nicht nur das, sondern man kann natürlich hier leben und seine eigene Firma oder seine Tätigkeit irgendwo im Ausland haben, aber hier leben, wohnen und eventuell auch Einkommen bekommen, Einkommen erwirken. Ja. Interessant. Spannend. Jetzt haben wir also Freiberufler, wir haben Firmengründung gehabt. Beides ähnlich, wobei der Freiberufler, wie Sebastian ergänzt hat, eigentlich fast noch günstiger ist, zumindest bis 50.000 Euro. Wie hoch Ja. ist das dann in der lokalen Währung? Serbien hat ja keinen Euro. Ja, das ist 6 Millionen serbische Dinar. Ja, nur dass wir es nochmal mit im Text haben, weil es kann ja sein, der Kurs ändert sich. So, Ist und eine lange, ja, okay. Es hat sich lange nicht geändert, ja. naja. Und jetzt nur noch, um das Thema abzuschließen, und dann können wir vielleicht nochmal tiefer in das Ganze, in das Steuerthema an sich eintauchen. Jetzt war noch Immobilieninvestment, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, als letzte Option. Und da, wie viel muss man Ja. denn da investieren? Es gibt keine Mindestgrenze. Also es ist genug, dass Sie eine Immobilie in Serbien besitzen, egal ob das eine Wohnung, ein Haus. Aber es muss für Ausländer ausschließlich zum Wohnen dienen, im Sinne, dass es eine Immobilie geeignet fürs Wohnen ist. Es gibt eine Beschränkung, und die ist momentan eine Art Diskussion wird darüber geführt. Und das ist die Tatsache, dass die Ausländer kein Ackerland in Serbien erwerben können. Interessant. Also das können die Ausländer nicht machen. Aber dieses Problem kann man leicht überspringen, so dass man eine Firma in Serbien gründet, die ist dann praktisch eine serbische Firma und dann kann natürlich die Firma so viel wie erwünscht Ackerland besitzen. Interessant, das ist nochmal ein schönes Randthema. Das hätten wir sonst vielleicht vergessen sogar zu fragen, ne? Aber es ist ein wichtiges Thema, weil ja viele momentan, was ihre Vermögensdiversifizierung betrifft, auch in Ackerland investieren, so wie Jeff Bezos und andere berühmte Leute. Das nur am Rande. Wir machen ja regelmäßig auch Veranstaltungen zum Thema Vermögensschutz in London. Und wann und wer auch immer jetzt gerade diesen Podcast hört, es lohnt sich, auf unsere Webseite www.perspektive Ausland zu gehen und dort auf Event zu klicken, weil dann sieht man auch interessante Informationen zu diesem Thema. Ne? Ja, und Ackerlandinvestitionen durchaus sehr, sehr interessant, wer sein Vermögen schützen und in Sicherheit bringen will. Wenn man die Preise vergleicht, egal ob die Immobilien oder
Ackerland im Sinne des Landes, die sind natürlich viel, viel, viel attraktiver als irgendwo anders in Westeuropa. Eine Frage noch habe ich noch jetzt kurz zum Thema Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsgenehmigung, Herr Jeftic. Wir haben ja eigentlich immer wieder Mandanten, die sind zum Beispiel Rentner oder auch Privatiers, haben also Einkünfte aus dem Ausland, zum Beispiel Kapitalerträge, aber arbeiten jetzt nicht mehr selbst. Gibt es für solche Kandidaten auch eine Aufenthaltsgenehmigung? Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, von denen ich vorher gesprochen habe. Also es gibt nur eine Art Aufenthaltserlaubnis, die ist für reine Investoren gemeint. Für reine Investoren in be schon bestehende Firma in Serbien. Aber einfach hier zu wohnen, dafür braucht man ein Punkt, eine Verbindung mit Serbien Also ich sozusagen. müsste entweder eine Immobilie erwerben oder ich müsste eben irgendwo eine Anstellung haben oder Familienzusammenführung oder eben eine eigene Firma gründen, wenn ich das wollte. Genau, Ja, genau. okay. Gut, Oder so ist es. als Freiberufler anmelden und eben keine Einkünfte dann in Wirklichkeit haben, weil wenn man keine Buchhaltung macht, muss man ja nirgends angeben, wie viel man in Wirklichkeit dann einnimmt und was man tut, sozusagen. Dann bezahlt man halt seine monatlichen Sozialversicherungsbeiträge und ist als Selbstständiger angemeldet und hat im Prinzip auch seinen Aufenthalt. Natürlich, ja. Genau. Ja. Man So erkauft sich funktioniert es im Prinzip durch die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge, das Einzahlen in Sozialversicherung und hat im Prinzip seinen Aufenthalt in dem Sinn. Interessant. Jetzt trotzdem noch mal eine Frage vorher zum Thema Ackerland, so als abschließende Frage zu diesem Thema. Ist es richtig, ich habe gelesen, dass Serbien der größte Himbeerenexporteur sein soll in die EU? Ist es wirklich so? Also warum gibt es so viel Himbeeren in Serbien? Klima ist gut für Kinder. Ja, also irgendwie Ja, ich ist ja habe die Sonne. gehört, dass Polen und Serbien sind zwei wichtigste produzierende Länder von dem Produkt hier in Europa. Ja, also scheint doch guter Boden zu sein, ne? Scheint sich zu lohnen, Ja, in sicher, sicher. Ackerland Auf zu jeden Fall. investieren. Dort, wo ich wohne, das ist Nordserbien, Vojvodina, das ist alles Ackerland erster Klasse. Sehr schön. Wenn das Aufenthaltsthema, glaube ich, jetzt soweit zu Ende ist, sollten wir vielleicht jetzt nochmal uns über Steuern, auch wenn wir da schon einiges besprochen haben, aber es sind ja noch einige Fragen offen geblieben, mal unterhalten zum Thema Steuern. Das heißt, wir wissen jetzt schon, zumindest Sozialversicherungsbeitrag ungefähr, wo es hingeht in Verbindung mit dem Aufenthalt. Aber jetzt wollen wir gerne wissen, welche Steuern gibt es nicht in Serbien? Weil es gibt ja einige Steuern nicht, die es in Deutschland gibt. Und welche Steuern gibt es? Gut, wollen wir zuerst über Steuern für die Firmen oder für die Personen Oh ja, reden? fangen wir vielleicht an mit Einkommenssteuer und dann gehen wir zu den Unternehmenssteuern. Okay, Einkommensteuer ist bei uns progressiv geregelt. Die Steuer beträgt zwischen 10 und 20% des Nettoeinkommens. Und da ist ein Freibetrag von 32.000 Euro pro Jahr. Und dann im Prinzip ab 32.000 ein Euro wird dann der erste Euro wird dann mit 10% versteuert. Genau so. Und so, wenn man mehr verdient, dann geht es höchstens bis zum 20%. So, das ist die Einkommenssteuer. Wie sieht es aus mit Unternehmenssteuern? Also, wir haben natürlich Kapitalertragssteuer. Und das ist 15% und Körperschaftssteuer ist auch 15%. Was ich schätze, Sie wissen es besser, das ist einer von den niedrigsten Steuerraten in Europa. Wir haben schon gesagt, pauschal versteuert sein ist es auch möglich. Erbschaftssteuer ist auch ganz, ganz niedrig in Serbien. Also Kinder und Ehegatten sind von der Steuer total befreit, egal. Wie viel Erbe es geht. Aber sonst ist es zwischen 1,5 und 2,5% hoch, abhängig von der Verwandtschaft. Also die höchste Erbschaftssteuer ist 2,5%. Dann würde ich noch sagen, da gibt es auch manche Steuerarten,
Erleichterungen. Das ist für die Firmen, die sich mit Innovationen befassen. Da sind die Steuern noch niedriger, bis zu 3% Kapitalertragsteuer. Und was ich noch sagen wollte, das ist vielleicht interessant, dass wir Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland haben. Nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Österreich und der Schweiz, so dass man immer eine Befreiung oder eine Steuergutschrift bekommt, um Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das heißt, dass praktisch, wenn jemand in Deutschland lebt oder in Serbien lebt, aber auch in Deutschland etwas erwirtschaftet, er kann dann, nehme ich an, selbst den Wahl machen, wo er besteuert werden soll. Naja, also man kann er selbst besteuern. Also man würde jetzt sagen, es kommt drauf an. Also normalerweise, es ist ja letztlich so, dass in Deutschland die Steuer natürlich im Wesentlichen am Wohnsitz hängt, ja, zumindest die persönliche Besteuerung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann werden im Grunde nur in Deutschland deutsche Einkünfte, also in Deutschland zu versteuernde Einkünfte in Deutschland versteuert. Und genau, also ich meine, diese würden dann, die Steuern, die man da zahlt, denke ich, meinen, sie würden dann in Serbien natürlich angerechnet werden. Der müsste nicht nochmal in Serbien dann doppelt Genau, versteuern. ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Praxis. Sie erben zum Beispiel etwas in Serbien, zahlen diese niedrige Steuer hier und dann müssen Sie nicht diese Steuern in Deutschland, die ziemlich hoch sind, zu dem konkreten Fall zahlen. Also einmal zahlt man die Steuer. Ja, also das ist also bei Erbschaftssteuer spezifisch sehr trickreich, weil ja letztlich Deutschland und wie die meisten anderen Länder letztlich keine Doppelbesteuerungsabkommen hat zum Thema Erbschaftssteuer. Ja. Also in Deutschland hat ja nur in 4 DBAs Erbschaftssteuer geregelt und ansonsten eigentlich nicht. Ja. Also das heißt, was passiert in dem konkreten Fall, den Sie jetzt nennen, wenn jemand jetzt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und kommt zu einer Erbsituation in Serbien und in Serbien würde dann ebenfalls Erbschaftssteuer anfallen, dann wird wohl in Deutschland auf Antragsbasis, ja, die Erbschaftssteuer, die in Serbien bezahlt wurde, dann anerkannt. Ja, das heißt, man kann aber beantragen und sagen, okay, ich habe hier 2% Erbschaftssteuer in Serbien bezahlt oder 3%, ja. Und dann kann ich in Deutschland bei der deutschen Erbschaftssteuer geltend machen. Aber letztlich hier eine Freistellung, ja, der deutschen Erbschaftssteuer gäbe es in diesem Fall nicht, weil es einfach im DBA, weil es einfach DBA-technisch nicht geregelt ist, ja. Okay, also auf alle Fälle wäre das eine Sache, die man sich genau anschauen sollte, wenn das zumindest der Grund wäre, nach Serbien auszuwandern, um diese Steuer künftig irgendwann mal zu umgehen. Gut, haben wir steuerlich noch Dinge jetzt offen? Also wir hatten die eigentlich, denke ich, dort alle Steuerarten besprochen. Vermögenssteuer wurde auch schon gesagt, ne? Vermögenssteuer haben wir nicht Gibt's erwähnt, keine, ja. genau. Ja. Und Krypto, eine Sache noch, genau, ganz Genau, wichtig. wollte ich auch sagen. Also wie sieht es denn Ja. aus mit Krypto, wenn ich da in Serbien jetzt zum Beispiel Krypto-Trading machen würde? Wie wird denn das betrachtet? Das ist eine ganz interessante Frage, weil grundsätzlich ist Kryptowährung in Serbien nicht verboten. Da gibt es viele Krypto-Enthusiasten und eine wachsende Community oder Investoren. Aber normalerweise, so momentan, kann man nicht in Serbien mit Kryptowährung handeln. Und steuerlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel trade und ich habe Einkommen aus Krypto, also ich, keine Ahnung, ich investiere da 1 Million und hab am Jahresende 1,5 Millionen, das heißt eine halbe Million Gewinn. Was passiert jetzt mit diesem Vermögenszuwachs? Das ist interessant. Also, das ist nicht, wie gesagt, besonders geregelt. Man kann nicht sagen, jetzt man versteuert die Kapitalerträge von Kryptowährungen besonders. Also, das kommt alles unter derselben Steuer für Kapitalerträge wie aus Dividenden oder so. Und da sind wir bei 15%. Steuersatz. Da erwartet man Gesetzesänderungen in der nächsten Zeit.
weil, wie gesagt, bis jetzt war das nicht so verbreitet. Aber man kann in Serbien natürlich leben, Kryptowährungen kaufen, verkaufen und so weiter. Nur kann man dafür nichts in Serbien kaufen. Okay, gut. Vielleicht eine, ich wollte vielleicht noch ein paar Dinge sagen hier steuerlich und Sie korrigieren mich, Herr Jeftic, wenn ich jetzt dort etwas falsch verstanden habe. Also grundsätzlich glaube ich, soweit ich verstanden habe, in Serbien ist jemand, der in Serbien wohnt, auf sein weltweites Einkommen steuerpflichtig. Das heißt, es gibt keine Regelung, wie in manchen anderen Ländern zum Beispiel, dass ausländisches Einkommen hier in Serbien befreit wäre von der Steuer, außer natürlich, es gibt hier Doppelbesteuerungsabkommen, die hier letztlich das regeln, aber es gibt nicht so Regelungen, wie man das ja von manchen anderen Ländern kennt, dass Auslandseinkünfte nicht versteuert werden müssen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Wie gesagt, dann hatten Sie ja vorhin schon gesagt, letztlich auf Kapitaleinkünfte, also Dividenden, Zinsen, Veräußerungserlöse und so weiter, fallen, glaube ich, die 15% an, wenn ich Sie richtig verstanden Genau, habe. ja. Und wahrscheinlich dann im Kryptobereich wäre es dann letztlich das Gleiche, wenn ich jetzt Kryptos hier entsprechend Genau. veräußere. Ja. Das heißt also, ich habe natürlich hier eine niedrige Besteuerung. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Serbien wohne, ich habe eine Firma im Ausland, die schüttet mir entsprechend Dividenden aus, müsste ich eben dann in Serbien darauf 15% Steuern bezahlen. Eine Sache, die ich nochmal erwähnen wollte, die haben Sie vorhin schon kurz erwähnt, Herr Jeftic, die wollte ich aber nochmal sagen, darüber hatte ich gelesen, vorbereitend. Wenn man jetzt hier in Serbien die IP-Box benutzt, ja, dann wird die Steuer eben auf 3% abgesenkt. Hatten Sie vorhin gesagt, die ich dann hier letztlich bezahlen muss in der Gesellschaft auf die Ausbeutung aus diesem IP, aus diesem geistigen Eigentum, was ich an die Ja. Gesellschaft übertrage. Und das kann natürlich interessant sein, ja, weil soweit ich es gelesen habe, ist es eigentlich relativ einfach. Man hat ja in anderen, man kennt aus anderen Ländern, dass es irgendwie tatsächlich patentiert sein muss und so. Das ist, glaube ich, in Serbien nicht der Fall. Das heißt, ich kann sagen, in Serbien, ich übertrage eine Software, die ich entwickelt habe, ein IP, was auch immer das ist, ja, eine Marke in eine Gesellschaft hinein und dann kann diese letztlich dafür dann Lizenzeinnahmen generieren und muss die Einkünfte daraus mit 3% in Serbien Körperschaftssteuer dann nur versteuern, die Gesellschaft, korrekt? Sie haben vollkommen recht, ja. Das ist eine Art Forderung von dieser innovativen Industrie sozusagen. Ja, also das ist ja auf jeden Fall schon mal ein interessanter Punkt. Eine Frage wollte ich jetzt noch haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma in Serbien habe, aber ich wohne im Ausland, was ist da, gibt es da eine Quellensteuer in Serbien? Also auf abfließende Dividenden, wissen Sie das? Das ist mir nicht bekannt. Also das Termin aus Deutsch ist mir nicht ganz bekannt. Ja, also verstehen Sie, es gibt ja also sogenannte Withholding Tax in Englisch, gibt es ja jetzt in vielen Ländern, dass dort, also Deutschland zum Beispiel, wenn man jetzt dort Dividenden bekommt von der deutschen GmbH, ist die Quellensteuer 25%. In manchen Fällen wird die dann reduziert durchs DBA, in anderen Fällen kann man sich die wiederholen und da gibt es dann, oder wird die angerechnet, da gibt es verschiedene Methoden. Wie das Ganze dann hier geregelt wird, hat mich interessiert, ob es in Serbien eine entsprechende Steuer auf Dividenden auch gibt, Aus aber ich. Ausland wollten Sie sagen. Ja. Sie meinten, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Einkommen aus Ausland und aus Inland oder bei Versteuerung? Nee, ich meinte jetzt nur, was es da grundsätzlich gibt. Aber ich sehe es hier gerade, soweit ich das sehe, ist die Quellensteuer liegt bei 20% auf abfließende Dividenden. Wenn es also keinen und kann reduziert werden dann durch ein DBA. Ja. Jetzt gucke ich schon mal auf die Uhr. Das ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man über interessante Dinge spricht, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir Visum, Aufenthaltserlaubnis, wir haben über die Steuern gesprochen. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über das Thema, wie lebt es sich und wie wohnt es sich in Serbien sprechen. Also,
Vielleicht mal so ungefähr, dass man eine Vorstellung zu den Lebenskosten bekommt und auch wie einfach oder schwer es ist, eine schöne Wohnung, ein schönes Häuschen zu finden. Wie sieht es damit aus? Ja, also grundsätzlich sind die Lebenskosten niedriger als in Deutschland zum Beispiel. Man könnte günstig wohnen. Leider steigen die Preise ständig, aber das ist überall der Fall. Aber man kann eine schöne Wohnung oder ein Haus ziemlich günstig mieten. Es ist ein entwickeltes Markt, wo viel anzubieten zu finden ist. Und ich würde sagen, wenn Sie in einer Großstadt leben, wie Belgrad oder Novi Sad, dann brauchen Sie für eine Zwei-Zimmer-Wohnung Miete so um 400, zwischen 300 und 500 Euro zu zahlen. Dazu kommen die Nebenkosten, die sind vielleicht so noch um 100 bis 200 Euro. Aber die Lage ändert sich drastisch, wenn Sie außerhalb der Stadt gehen. Dann können Sie wirklich günstig wohnen. Und aus der Erfahrung meiner Mandanten, die suchen immer lieber einen Ort außerhalb der Stadt. Nicht nur aus diesen kommerziellen Gründen, sondern manche wollen gerade in die Natur gehen. Das ist der Trend, zumindest beim Deutschen, ne, dass man lieber in die Randgebiete ausweicht. Ja. Und es ist, wenn man jetzt kaufen wollte zum Beispiel, also wir haben jetzt gesagt, also irgendwie, sagen wir mal, 6, 5, 6, 700 Euro für eine Zweiraumwohnung übrigens, bei Ihnen heißt wahrscheinlich zwei Schlafzimmer, oder? Zwei Genau, Schlafzimmer, ne, ja. weil das rechnet man in Deutschland nämlich anders. Da Ja. zählt man das Wohnzimmer mit als Zimmer, aber ich weiß, in Ländern in der Region zählt man so, dass man nur die Schlafräume zählt und dann sagt Zweiraumwohnung, also zwei Schlafzimmer. Und im Randgebiet wahrscheinlich dann so die reichliche Hälfte wahrscheinlich für eine ähnlich gute Wohnung. Vom Standard her findet man was, was mit deutschem Standard vergleichbar ist. Und wie sieht es aus mit Kauf von vielleicht einer Immobilie? Gibt es da ein gutes Angebot oder sollte man selber was bauen lieber? Ja, also das ist ein wachsender Markt, Immobilienmarkt in Serbien. Wir erfahren unglaublich hohe Preise, also die nicht hohe Preise, sondern die Preise werden, die steigen jährlich. Und da es eine gute Investitionsbereich ist, ist ein Angebot an neuen Wohnungen ganz, ganz groß und gut. Sie können das überall im Internet sehen. Da wird in Novi Sad zum Beispiel wird ständig und viel gebaut und alle Wohnungen werden kurz und schnell verkauft. Es ist uns auch nicht ganz klar, woraus das kommt, aber das ist die Tatsache. Zum Gibt's, Beispiel, ja. oh, Entschuldigung, ich wollte einfach nur fragen, weil das viel kam mir so oft, gibt es eigentlich, ich war vor einiger Zeit, wie gesagt, mal längere Zeit in Montenegro. Gibt es in Serbien auch so viele Ukrainer und Russen, die da mittlerweile da eingewandert sind? Also Ja. wahrscheinlich auch, wirkt sich ja wahrscheinlich dann auch auf den Immobilienmarkt aus. Also in Montenegro ist es zumindest enorm, dass es die Preise der Mietwohnungen und der Immobilien, also Kaufangebote nach oben katapultiert hat, kann man schon fast sagen. Ist das in Serbien auch Das so? Gleiche hat bei uns ja passiert. Da sind viele russische Staatsbürger und die Leute aus Ukraine. Da sind vor allem junge Leute und die haben den Markt von Immobilien wirklich ein bisschen geschüttert sozusagen und die Preise sind wirklich gestiegen. Aber jetzt erfahren wir schon eine Beruhigung des Markts. Sie kommen nicht mehr in diesen Maßen wie am Anfang dieser Geschichte. Interessant. Ich habe jetzt noch mal vielleicht so gegen Schluss, Herr Jeftisch, jetzt schon mal noch eine Frage, die natürlich schon auch jetzt vielen hier irgendwo letztlich auf dem Herzen liegt, wenn es so um Serbien geht. Also ich meine, es wird ja schon die Regierung von Serbien zum Teil im Ausland schon kritisch auch gesehen. Ja, man hat also so ein bisschen das Gefühl auch, dass Korruption durchaus ein Problem ist. Wie sehen Sie das als Serbe? Wie sehen Sie das als Serbe selbst? Ja, das ist
Natürlich ein Problem, mit dem jedes Land kämpfen muss, wenn sie Korruption sagen. Und in Serbien, leider habe ich keine Informationen oder Daten, wie das in der Tat ist. Aber ich würde sagen, man muss an die Verstärkung der Institutionen hier arbeiten. Und diese Lage wird immer besser sein, aber das ist noch nicht in dem Maßen, was für uns als Bürger dieses Staates vielleicht uns wünschen. Weil es kann ja auch positiv sein. Also ich meine, wenn Herr Taborek jetzt da gerade von Montenegro erzählt, er hat mir da so Geschichten erzählt, wenn man gestoppt wird von der Polizei, wenn man zu schnell fährt, gibt man dem halt 20 Euro und so und dann hat sie die Sache erledigt, ja. Ist das in Serbien das Gleiche? Es war immer so, aber wie gesagt, die Sachen ändern sich. Zum Beispiel jetzt, auch wenn der Polizist sowas tun würde, es ist ihm jetzt unmöglich, sowas zu machen, weil er hat eine Kamera in seinem Auto, es wird alles aufgezeichnet und so weiter. Also das ist ein Beispiel, wie man gegen diese Korruptionsfälle kämpft. Verstanden. Okay, verstanden. Ja. Ja, wie sieht es denn in dem Sinne? Ich meine, sowas ist ja unter anderem auch eine Forderung, wenn man ein EU-Beitrittskandidat ist. Und jetzt ist es so, der ein oder andere wünscht sich vielleicht, dass Serbien mal ein Beitrittskandidat ist, aber einige, die auswandern wollen und Serbien, genau wie natürlich auch Montenegro, ins Auge vielleicht gefasst haben, die sagen, hoffentlich wird das Land kein EU-Mitglied. So, also wie sieht man das jetzt in Serbien direkt? Wie sehen Sie denn die Zukunft von Serbien als EU-Mitglied? Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich kann nur sagen, dass diese Klima oder wie die Gesellschaft sich oder die Leute gegenüber EU zeigt, da merkt man, dass dieses Enthusiasmus etwas niedriger wird, also etwas nicht so ist, wie es früher war. Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen. Ob das jetzt an der EU liegt oder an uns, das kann ich nicht sagen. Aber es ist, sagen wir, halb-halb ist das Interesse, EU beizutreten. Natürlich, aus meiner Sicht wäre es gut, mindestens wegen dem Rechtsstaatsstandarden und solchen positiven Dingen, die man in EU genießt. Verstehe. Aber sehen Sie das realistisch für die, oder wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, also wie sehen Sie das? Also im Prinzip ist ja jetzt Serbien seit 2012 ein Beitrittskandidat. Wir haben jetzt 2024. Ja. Das sind 12 Jahre. Gut, die Beitrittsverhandlungen selber sind ja erst seit 2014 im Gange. Aber wie sehen Sie das denn? Ich meine, es ist ein komplexer Prozess, so ein Beitritt. Aber wird das jetzt von Serbien vorangetrieben? Sehen Sie da, gibt es ein Ziel? Also, wenn man so die Zeitung liest bei Ihnen, Radio hört, Fernsehen guckt, wird da davon gesprochen, wir wollen gerne bis, keine Ahnung, 2030 EU-Mitglied sein. Oder gibt es solche Ziele nicht jetzt? Ich muss sagen, das ist schon ein paar Jahren kein Thema, wann wir zur EU beitreten werden. Das ist kein Thema. Das ist wahrscheinlich aus der Erfahrung, dass es so lange schon gedauert hat. Und einerseits sind wir vielleicht noch nicht ganz vorbereitet. Wir müssen noch vieles tun, um die Standards auszufüllen. Auf anderer Seite ist es aber, Sie wissen das selber, in EU ist dieses Thema auch aktuell, ob man überhaupt eine EU-Erweiterung sich wünscht oder nicht? Schwer, schwer einzuschätzen, wirklich. Und liegt das daran auch, dass die Serben oder vielleicht die Hälfte der Serben, von denen Sie gesprochen haben, die jetzt nicht unbedingt der EU beitreten wollen, sich Sorgen machen, so um ihren, sag ich mal, Way of Life, um ihren, wie man lebt in Serbien, dass das jetzt irgendwie beeinträchtigt werden würde durch einen EU-Beitritt? Ja, das ist typisch der Fall. Da gibt es diese Geschichten, oder ich weiß nicht, ob das wahr oder nicht ist, aber zum Beispiel in Serbien macht man gern eigenes Schnaps zu Hause. Oder da gibt es diese, man produziert diese Fleischprodukte selbst zu Hause und solche Sachen, die natürlich in EU nicht so leicht zu erlauben sind, oder?
Ja, also es ist, weil Sie das gerade sagen, ich wollte in der Tat, ich habe seit Jahren mal überlegt, mir bei Amazon so eine kleine, so eine Home-Destillieranlage zu bestellen. Einfach weil ich mich mal interessiert hat, also selber mal zu Hause Schnaps herzustellen. Und da gibt es also wunderschöne, schön aussehende, so kleine Anlagen, die man da bei Amazon bestellen kann. Und in dem Moment, wo ich mich durchgerungen hatte und es wirklich für mich bestellen wollte, war es verboten plötzlich in der EU. Genau Und so. man kann es nicht mehr bestellen. Ich weiß gar nicht, Sebastian, ob man das in UK bei euch bei Amazon bestellen kann, aber Keine Ahnung. das Einzige, was wir noch als EU-Bürger, darf ich natürlich noch mehr für zu Hause ein Bierbrauset bestellen, um zu Hause mir selber Bier zu brauen in kleinen Mengen. Aber ein Schnaps, muss man sich überlegen, ne? Man darf zu Hause, so eine kleine Maschine, wo man das Flächeln mal zu Hause destillieren kann, es ist echt in der EU verboten und Amazon nimmt es einfach aus dem Shop raus. Ne? Ist so. Ja. Das ist ein Grund, ja. Ja. Ja, das kann man natürlich verstehen, ne? Ne? Ja, haben wir auch darüber mal gesprochen. Jetzt meine andere Sache, gibt es denn jetzt so also ich sag mal, zum Beispiel, wenn man nach Prag geht, ne, oder überall in bestimmten Regionen, gibt es ja so diesen typischen, so einen typischen Brand oder Schnaps oder irgend sowas, zum Beispiel jetzt hier in Griechenland, wo ich jetzt gerade zur Zeit mich aufhalte, da gibt es halt den Ouzo, der ist ganz bekannt, oder Tsiporo, das ist also die Version des Grappa, halt auf Griechisch. Oder wenn man nach Prag geht, da gibt es den Absinth, ne? Sehr, sehr bekannt. Oder wenn man nach Polen geht, da gibt es den Bison-Gras-Wodka. Kann ich auch nur empfehlen. Was ist denn jetzt mal in Serbien zum Beispiel so bekannt? Gibt es da was? Ja, bei uns ist Nationalgetränk ist Schnaps, Rakija heißt es auf Serbisch und vor allem Pflaumenschnaps aus Pflaumen. Natürlich, wir machen und trinken gerne auch Birnen oder Aprikosen und Apfelschnaps, also alle verschiedene Varianten von Schnaps. Das ist für uns, bei uns ganz verbreitet, man trinkt Schnaps vor dem Essen, nicht nach dem Essen. Und nach dem Essen. Ne? Und nach dem Also, Essen. Sie kennen das ja wie das in Deutschland. Also, ich glaube, der berühmte Komiker Mike Krüger hat das mal gesagt. Ich zitiere jetzt mal so frei: Ja, so ist das ja in Deutschland, von München bis nach Kiel. Wir trinken wenig, aber oft und dann viel. Ja. So, Naja, so kann ist man das in auch für Deutschland. Serbien Ne? sagen. Ja, bei uns ist es auch so. Schön, also auch das zu wissen. Jetzt, wenn wir gerade mal bei dem Kulinarischen sind, wenn jetzt jemand mal nach Serbien kommt, man ist ja immer so, wenn man da so das erste Mal im Restaurant ist, und dann guckt man sich da so eine Speisekarte an, ist man ja völlig überfordert, weil man kann ja eigentlich auch voll daneben greifen und man versteht vielleicht die Sprache nicht, wie auch immer. Deswegen mal Ihr Tipp. Was würden Sie denn jetzt jemandem empfehlen, der jetzt mal zu Besuch in Serbien ist? Was muss er denn unbedingt mal probiert haben von der Speisekarte? Ja, okay. Sie kennen wahrscheinlich Cevapcici, also gegrillte Hackfleisch. Aber es gibt diese Arten von Essen, die wirklich nicht zu vermeiden sind. Das sind zum Beispiel, das ist Sarma, das sind Kohlrouladen gefüllt mit Hackfleisch und Reis in einer würzigen Tomatensauce gekocht. Dann Ayvar. Das ist eine würzige Paprikapaste, die als Beilage oder Dip serviert wird. Lokale Weine sind auch nicht schlecht aus Weingebieten. Die sind auch jetzt in der Zwischenzeit wirklich gut geworden. Und Pleskavice zum Beispiel, das ist wieder eine Art Hackfleischburger. Die kann man auch mit Käse gefüllt haben und es wird als Burger serviert. Also es gibt verschiedene Arten von Essen und das finden die Ausländer in Serbien am beliebsten, wie man hier isst. Nicht nur das Qualität, sondern auch die Menge. Ja, das ist sehr Menge der fleißig. Portion. Ja, das Ja. stimmt. Jetzt, also für mich wäre ja immer eine Sache ganz wichtig, vielleicht letzte Frage zum Thema Essen. Die wichtigste und erste Frage für mich ist immer, gibt es einen deutschen Bäcker? Kann ich deutsches Brot finden? Gute Frage. Nicht, dass die Bäckereien als deutsche Bäckereien bezeichnet sind, aber doch in der Zwischenzeit gibt es viele in den Städten gute Bäckereien, wo man alle Produkte wie in einer deutschen Bäckerei finden kann, wie zum Beispiel Brezel und alle Ah, möglichen. okay. Ja. Interessant.
Schon. So, sowas wie Lidl und Aldi gibt es auch wahrscheinlich, oder? Auch ja, Ja. Lidl ist verbreitet, ja. Also, auf alle Fälle kann man nur eins sagen an unsere Zuschauer und Zuhörer. Also, Serbien ist auf alle Fälle mal eine Reise wert. Und wenn man in der Region bleiben will und wenn man vielleicht auch ein Auswanderungsziel sucht, das nicht zu weit weg ist, wo man notfalls eben auch mit dem Auto hinfahren kann, das ist für einige ja doch interessant, dann sollte man sich Serbien auf alle Fälle mal angucken, zumal wenn die Autobahn fertig ist, man ja im Prinzip in kürzester Zeit, zack, nach Bar, übrigens Bar auch eine wunderschöne Stadt, ne? Wenn da die Autobahn nach Bar geht, also die Altstadt von Bar auch ganz, ganz toll, wobei Serbien natürlich noch schönere Altstädte hat als jetzt das kleine Bar, wenn man sich das so will, aber trotzdem, ich meine, man hat damit ja eigentlich mehr Zugang, ne? Das ist eine Sache, die vielleicht dem einen oder anderen fehlt. Bei so einem Land wie Serbien, wenn man sich auf der Landkarte anguckt, dann, ups, ist da überhaupt kein Meer. Ich möchte ab und zu mal auch am Strand liegen. Und mit der guten Autobahn dann in Zukunft natürlich hervorragend auch. Ne? Zack, ist man mal am Strand. Ja, Sehr aber schön. die Donau nicht vergessen. Die Donau. Wir haben absolut recht. Und ich sag mal, Serbien ist ja berühmt für wunderschöne Donauauen. Ne? Also Ja, die ja. serbischen Donauauen, vielleicht können Ja. wir da mal ein Bild einblenden, also ein Augenschmaus, ne, wenn man sich das anschaut, auf alle Fälle. Ja. Meine Stadt und Belgrad, die beiden Städte liegen an Donau. Klasse, sehr schön. Ja. Sebastian, also das waren jetzt eigentlich schon meine Schlussfragen, entschuldige bitte, aber ich wollte dir gerne nochmal das Mikrofon geben. Hast du noch eine Frage? Vielleicht können wir noch eine Frage stellen, Herr Geftitsch. Wir haben das Thema Bankkonten gar nicht angesprochen. Noch ein Satz zum Thema Bankkonten vielleicht. Also, wenn ich Ausländer bin in Serbien, wie sieht es aus mit der Kontoeröffnung? Erstmal, welche Banken gibt es da? Gibt es da auch so zum Beispiel die österreichischen Banken? Gibt es ja viel in Osteuropa, Raiffeisen und so. Und wie schwer oder einfach ist die Kontoeröffnung? Kann ich zum Beispiel auch ein Konto eröffnen, wenn ich nicht in Serbien wohne? Ja, das ist auch möglich. Das ist eine Art von Non-Residential-Konto. Und dieses Konto brauchen Sie, falls Sie irgendwas in Serbien machen, ohne diese Personalnummer für Ausländer haben. Also dann werden Sie als Ausländer betrachtet und Sie öffnen so ein Non-Residential-Konto. Aber wenn Sie eine Firma gründen, und die ist natürlich im selben Status wie alle Einheimischen, also eine serbische Firma, dann eröffnen Sie ein Konto bei beliebiger Bank. Da gibt es viele Banken, viele sind auch mit ausländischem Kapital hier gegründet. Und das ganze Prozedur dauert wenige Minuten. Das ist kein Problem. Klasse, gut Sehr zu wissen. interessant. Dann können wir nur, wirklich nur sagen, vielen herzlichen Dank, Herr Jeftitsch. Und wir dürfen ja Ihre Kontaktdaten direkt einblenden hier am Ende dieses Videos. Das heißt, jemand, der sich jetzt noch mehr interessiert für das wunderschöne Serbien, noch Fragen hat zum Thema Firmengründung, Aufenthalt und was auch immer Sie auch als Leistung mit Ihrer Kanzlei anbieten, der wird sich dann direkt an Sie wenden. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bitte. Und Danke, Geftet. Vielen Dank für die Einladung. okay, dann ciao, ciao. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.